Meine Damen und Herren, heute ist der Tag gekommen, vor dem sich die Bullen schon seit Jahren fürchten. Denn ich werde jetzt bullisch. Erstmal sacken lassen, aber meine Damen und Herren, ich habe verdammt gute Gründe, warum ich jetzt bullisch bin. Denn Aktien steigen immer, Aktienmärkte steigen immer, das wissen wir ja. Und jetzt bin ich endlich überzeugt, dass dem so ist. Es hat ein bisschen gebraucht, auch so bei Bitcoin, da war ich ja auch immer skeptisch, jetzt bin ich total bullisch. Tesla skeptisch, jetzt total bullisch. Also ich will mal ausführen, warum das alles so ist. Wir haben heute, meine Damen und Herren, Einkaufsmanager Indizes aus den USA, zweitbester Wert seit 6 Jahren. Die Wirtschaft brummt. Bums. Und wir haben die Inputkosten nur so hoch wie seit 2009 nicht mehr. Na, also Preise sind ein bisschen gestiegen. Employment war jetzt nicht so gut, also Beschäftigung war nicht so gut. Aber jetzt kommt der Knaller. Verkäufe bestehender Häuser in den USA, bester Wert seit 2006. Also kurz vor Platzen der Immobilienmärkte. Blase will ich nicht sagen, es gibt keine Blasen, nicht? Es gibt nur gerechtfertigte Preise. Dementsprechend, meine Damen und Herren, werde ich jetzt bullisch, weil wenn die Konjunktur brummt, wenn die Wirtschaft brummt, dann steigen doch die Aktienmärkte, so ist es doch, nicht? Also dementsprechend ist für mich jetzt die Sache endgültig klar. Schauen Sie hier mal jetzt die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, nur ein bisschen runtergegangen, hätte viel schlimmer kommen können. Ja? Die das deutsche Wirtschaftsministerium hat heute die BIP-Prognose etwas runtergenommen, aber nur ein bisschen, also nicht viel. Okay? Also es wird jetzt halt nicht ganz so viel Wachstum geben, aber halt fast. Ne? Und man muss ja auch mal sagen, das Glas ist halb voll statt immer halb leer. Nicht? Da gibt es ja immer diese Typen, die immer irgendwie das Glas ist halb leer, mecker, irgendwas zählt, dann geht immer. Ja? Aber nee, es ist einfach so, dass hier jetzt mal grundsätzlicher Optimismus angesagt ist. Und eins muss man ja sagen, wie hier die Bank of America zeigt, meine Damen und Herren, wir haben die größte Rallye ever. Ja? Wir haben hier Vergleiche 1929, Top-Jahr gewesen. Wir haben 1938, danach ging es auch super weiter. Wir haben dann 1974, war auch toll, ne? Deutschland Fußball-Weltmeister. Was willst du mehr? Und dann haben wir jetzt die 2009er Rallye eben aus der Finanzkrise raus und jetzt haben wir 2020, 2021 und die Rallye ist noch größer. Boah, das ist einfach super, ne? Und wir werden alle reich und das ist natürlich schön und das ist endlich mal eine wirklich positive Botschaft, die ich Ihnen geben möchte. Und was für mich extrem bullisch ist auch, ist, dass die Bilanzsumme der Fed jetzt so groß ist wie noch nie in Relation zum BIP, nämlich fast 45%. Im Zweiten Weltkrieg waren es knapp über 10%. In der Finanzkrise waren es 15%. Also das Dreifache der Finanzkrise. Das ist bullisch, ja? Weil das wird ja noch weitergehen. Oder meinen Sie, das geht wieder zurück? Nein, das geht nie wieder zurück. Ne? Irgendwann ist die Wirtschaft die Fed oder irgendwie so ähnlich. Ja? Also dann gehört alles der Fed, weil ja, das muss halt so sein. Nicht? Weil man kann durch Geld drucken ja Wirtschaftswachstum erzeugen. Das wissen wir doch, das haben wir doch alle gelernt. Nicht? Ich frage mich nur, warum man vorher nicht auf die Idee gekommen ist, dass durch Geld drucken Wirtschaftswachstum erzeugt wird. Die waren alle doof früher. Ne? Naja, okay. Ne? Also wir sind halt irgendwie weiter fortgeschritten in der Erkenntnis. So, und jetzt zum Beispiel super bullisch jetzt, wenn wir jetzt mal zur Markttechnik kommen, ja, dann sehen wir 50er DMA in den obersten 5% in der Geschichte. Ja, das ist bullisch. Na, weil es kann ja noch weiter, es können ja noch 4%, 4,9%, kann es ja noch weiter nach oben gehen. Na? Also man muss das ja mal so sehen. Und jetzt hier unten, meine Damen und Herren, was Sie sehen, das sind hier so defätistische Kommentare der Saxo Bank, die sagen, nehmt Risiko vom Tisch. Was? Die spinnen doch total, die Saxo Bank. Was sagen die hier? Ja, das Momentum bei solchen Werten, bei solchen Assets wie Tesla, Bitcoin und australischer Dollar zum japanischen Yen, das würde nachlassen. Hä? Ja, okay, Bitcoin ist mal ein bisschen gefallen, Tesla nicht mal wirklich gefallen. Ja, und jetzt fangen die schon an zu meckern? Mann, ist das mies, ja. Die Biden-Party sei jetzt schon vorbei, die Welcome-Party für Biden fängt doch gerade erst an. Dann haben wir steigende Rates, steigende Renditen.
Ja, okay, aber die Wirtschaft wächst ja viel schneller, als die Zinsen steigen. Ne? Also muss man ja auch mal so sehen. Also alles miserables Geschwätz, haben überhaupt keine Ahnung, meine Damen und Herren. Und zum Beispiel ein extrem bullischer Beweis für mich ist die Marktkapitalisierung von Tesla. Hier fragt jemand, wenn du jetzt oder wenn ein Außerirdischer auf die Erde kommen würde und würde sich jetzt diese Grafik anschauen mit der Marktkapitalisierung von Tesla, dann würde er denken, gibt es überhaupt Menschen, die keinen Tesla fahren? Und jetzt mal ehrlich, unter uns, ich meine, wann haben Sie das letzte Mal ein Auto gesehen, das kein Tesla war? 3-4 Jahre her? Ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. Volkswagen, ne, die haben heute Zahlen gebracht, nur 10 Milliarden Gewinn oder so. Tesla macht fast viel mehr, also fast. Ne? Dementsprechend also völlig gerechtfertigt. Nein, das ist einfach Grund zum Optimismus, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt mal kurze Rückschläge im Reflationstrade gesehen, also Nasdaq zum Beispiel zum Russell 2000, also diese Materials-Werte, Industriewerte, ne? Das, was da jahrelang oder nicht jahrelang, was kurzfristig aufgrund dieses Virus ja nicht so gut gelaufen ist. Ja, aber das Virus verschwindet ja, dementsprechend wird es dann doppelt gut laufen. Das muss man ja einfach mal so sehen. Hier die globalen Aktienmärkte. Auch nur 27% über ihren 36er MMA und jetzt am Widerstand. Aber das ist halt so, Widerstände sind dafür da, dass sie überwunden werden. Ja? Genauso wie Probleme dazu da sind, dass sie gelöst werden. Na? Das ist einfach, wir brauchen Optimismus. Ja? Wir brauchen einfach mal mehr Optimismus. Und der kommt heute Abend dann sicherlich auch noch von dem neuen Präsidenten Joe Biden. Das ist sicherlich noch ein weiterer Grund für Optimismus und noch optimistischer stimmt mich, dass in der nächsten Woche, da werden die Größen Apple, Facebook und Tesla berichten und nach meiner Auffassung sind die tollen Zahlen, die da kommen werden, noch gar nicht in den Kursen drin. Na? Da geht ja noch viel mehr. Das wird unterschätzt von den Märkten, wie toll die Zahlen sind. Ja? Also ich muss sagen, und so jetzt hier, jetzt hat Nancy Pelosi gesagt, also diese Covid Relief Bill, also diese Stimulusgeschichte, die wird wohl doch jetzt erst im Mitte Februar kommen, statt Anfang Februar. Also verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Aber das ist gut, ja? Weil dann haben die Märkte noch länger Hoffnung. Das ist bullish. Für mich ist das bullish. So, und dann sehen wir, dass natürlich dann die Ersparnisse, das, also was die Amerikaner jetzt auf der hohen Kante haben, wenn diese Schecks kommen, 1400 Euro noch oben drauf, Dollar, ja, die kommen noch oben drauf. Und das ist natürlich total bullisch, weil die kaufen alle Aktien. Ja, die kaufen alle Aktien. Das geht also weiter nach oben. Es ist unglaublich bullisch. Und heute, das finde ich irgendwie auch interessant, heute hat Twitter den Account von Ali Khamenei gesperrt. Ja? Der soll da aufgerufen haben, Donald Trump zu attackieren, nachdem Trump ja diesen einen iranischen General da ein bisschen... Na, aber jetzt hat Twitter dann klargestellt, nee, das sei gar nicht der Fall. Der Twitter-Account von Khamenei, der besteht noch. Der von Trump ja nicht mehr, aber der von Khamenei, der besteht noch. Weil das sei ein Fake-Account gewesen. Also der stimmt gar nicht. Ja? Und auch wirklich, was mich sehr positiv stimmt, heute hat Chuck Schumer, und die Demokraten wollen ja am Montag jetzt dann dieses Amtsenthebungsverfahren offiziell einleiten. Chuck Schumer hat gesagt heute, statt Insurrection hat er Insurrection, also praktisch Auflehnung, Anstachelung zum Aufstand von Donald Trump, hat er gesagt Erection, Erektion. Oh. Von solchen Leuten werden die Amerikaner jetzt regiert, meine Damen und Herren, ja? Von Leuten, die ständig Erektion sagen. Also irgendwas, naja gut, aber ne, die sind halt ein bisschen doof, aber das macht nichts. Denn Doofheit ist bullisch. So, und jetzt geht's weiter, meine Damen und Herren. Ich habe noch einen hier, italienische Bonds. Da gehen jetzt die Renditen nach oben, weil möglicherweise Neuwahlen ausgerufen werden. Aber das ist bullisch, denn wir haben die EZB und die EZB, die kauft immer dann italienische Anleihen über den Kapitalschlüssel hinaus, wenn die Renditen oder die Renditedifferenz zwischen deutschen Anleihen und italienischen Anleihen zu stark steigt. Ja? Also, das heißt mehr Liquidität, meine Damen und Herren. Was heißt Liquidität? Bullisch. Steigende Kurse. So, weiter geht's. Lieferprobleme bei AstraZeneca. Die können also weniger liefern. Jetzt sagt diese wunderbare Zeitung mit den 4 Buchstaben, platzt jetzt Merkels Impfversprechen für den Sommer. Aber je weniger geimpft wird, meine Damen und Herren, umso bullischer ist es doch. Ja, dann müssen die Notenbanken weiter pumpen. Das ist doch super. Na?
Na, also was habt ihr denn? Also man muss ja einfach mal das Positive sehen und dann zum Beispiel auch hier zum Beispiel Peking Metro Passenger Volumes, also das, was in den U-Bahnen los ist in Peking. Und da sehen wir 5-Monats-Tief. Super! Das heißt, die Passagierzahlen können bald wieder steigen und das ist bullisch. Ja? Also man muss einfach Charts richtig lesen können, man muss Grafiken richtig lesen können und ich habe Ihnen mal hier ein Beispiel gegeben, wie man wirklich im richtigen Sinne Grafiken liest und daraus den wirklich rational begründbaren, zwingend logischen Optimismus ableitet, der dann zwingend und logisch zu steigenden Kursen führt. Na? Das soll nur mal eine kleine Anregung gewesen sein, meine Damen und Herren. Ja? Und jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende und sage Servus und...